Wenn wir von einem Lotusblüteneffekt sprechen, dann sprechen wir ja nicht irgendwo von Physik oder von Chemie, sondern wir reden ja von Biologie. Und Biologie, das ist etwas, was hier die Bienen machen, das ist zum Beispiel eine Bestäubung oder die Marienkäfer beispielsweise. Das ist Biologie. Biologie hat letztendlich nichts damit zu tun, ob wir etwas Chemisches machen. Eine Lotusblüte beispielsweise, wenn wir diesen Text als Lotusblüte ins Bauwesen übernehmen, hat nichts damit zu tun, dass wir damit Bauphysik oder Bauchemie regeln können, sondern die Lotusblüte ist eine Pflanze, die eigenständig Öle produziert, die sie reinhält. Die Chemie kann das nicht fertigen an der Baustelle, weil unsere Baumaterialien letztendlich ja keine lebenden Produkte sind, sondern sind ja tote Produkte. Wir haben vielleicht noch organische Produkte, aber dann ist es schon rum. Die organischen Produkte selber, die leben zwar noch, aber sie können nichts nachproduzieren. Sie können nur Feuchte aufnehmen und Feuchte abgeben. Und so müssen wir das auch sehen. Wenn der Marienkäfer sich hier fortpflanzen möchte, dann muss er sich einen Partner suchen und schauen, dass er als lebenden Junge produziert. Ist er tot, kann er diese Junge nicht mehr produzieren. Und so muss man das beim Lotusblüteneffekt sehen. Der Lotusblüteneffekt ist nur funktionsfähig, wenn er als lebendes Organ bestehen bleibt. Hier zählt er jetzt zum Beispiel mal das Schlüpfen von Marienkäfer unter einem Mikroskop, wie die aus den Eiern schlüpfen. Das ist eine Höchstleistung der Natur. Das ist aber nicht Physik oder Chemie, sondern das ist reine Biologie. Und die Biologie, die kommt nur so zustatten, dass wenn der Marienkäfer jetzt beispielsweise hier ausschlüpft aus seiner Puppe, dann ist es ein biologisches Produkt, das er nur machen kann, wenn er am Leben bleibt. Stirbt er in der Puppe drin, dann wird er nie ein Marienkäfer werden können. Chemie verwendet jetzt beispielsweise Lotusblüteneffekt und verwendet dafür in seine Bauwerke Chemie rein. Und diese Chemie, die wird eingesetzt, damit vielleicht über 2-3 Jahre die Sache frei behalten wird. Also es sind reine Fungizide, die da eingesetzt werden. Und das ist das Problem, das wir kennen. Und dabei heißt dann der ökologische Grundsatz, einmal Chemie, immer Chemie. Ergründen, wie das Ganze eigentlich mit der Wärme mit dem Verbundsystem begonnen hat. Früher hatten wir die Wärme mit dem Verbundplatten fest verklebt. Daraufhin haben wir dann festgestellt, dass die Kleber versagen und die Platten von der Wand fallen. Das kennen wir alle zwischenzeitlich. Dann kam auf die Idee und hat gesagt, wir müssen das mit einer Kleberaube machen, 35 mm und 5 Punkten. Dabei haben wir dann aber erkannt, dass wir Kondensatbildung bekommen. Kondensatbildung ist letztendlich nur etwas, was wir aus dem Aggregatzustandsveränderung bekommen. Also Wasser, Dampf, Eis. Und damit ist es so, dass wenn sich Wasser zu Eis bildet, letztendlich ein Volumenprozent größer produziert wird und die Platten werden abgesprengt. Danach haben wir dann, dass es also so auch nicht geht, weil der Aggregatzustandsveränderung letztendlich den Schaden nicht verhindern kann. Dann kam man auf die Idee, dass man Dübel setzen muss, Tellerdübel, die wir in die Wand einschlagen. Danach haben wir sofort diese weißen oder schwarzen Flecke bekommen. Denn die Tellerdübel waren von der Wärmedämmtechnik nicht mit der Dämmung abgestimmt. Das heißt, die Dämmung hatte eine größere Wärmedämmung gehabt, wie der Dübel selber. Und der Dübel selber war dann schwach. Und da sehen wir jetzt die Veränderungen. Entweder waren die Flecke weiß oder schwarz. Werden sie schwarz, dann haben wir das Problem,
Das werden wir dann noch sehen, dass wir hier eine Veränderung haben, wo der Dübel eventuell, der schwarze Punkt beispielsweise oder der weiße Punkt, letztendlich nur Thermodiffusion darstellen. Thermodiffusion ist eine Grundlage dessen, dass wir auf der Oberfläche unterschiedliche Wärmetemperaturen bekommen und unterschiedliches Kondensat bekommen. Und wird die Temperatur auf der Dämmung kälter, dann wird sich der Dreck dort absetzen und wird die Temperatur dann auf dem Dübel kälter, dann wird sich der Dreck auf dem Dübel absetzen. Also das heißt, dann wird der Dübel schwarz. Und damit haben wir die Grundlage, die auch in allen unseren Zulassungen drin sind. In allen unseren Zulassungen ist es so geregelt, dass wir nur 0,02 Watt pro Quadratmeter Kelvin Differenz haben dürfen, damit dieses Phänomen nicht auftritt. Und damit auch über den Lotusblüteneffekt dann auch nicht die Veralgung vorgenommen werden kann. So, und daraus ergibt sich dann, dass nach 20 Jahren jetzt begriffen wurde, dass wir die Dübel unter Dämmung setzen müssen. Oder wir haben Einfräsdübel, die dann eingefräst werden können. Wie entsteht jetzt dieses Phänomen? Also früher hatten wir einen großen Wärmeleitwert durch die Wand, also die feuchtwarme Luft wollte großflächig durch die Wand driften und dort geschah dann eines, dass mit der vielen Energie, die nach außen geleitet wurde, wurde der Innenfläche des Putzes und der Glasscheiben auch bei den Fenstern Energie entzogen und dort entstand die kalte Fläche. Dann kam der Gesetzgeber drauf und hat gesagt, wir dürfen nur geringfügig Wärme hier durchleiten. Das heißt, wir müssen dämmen. Und mit dieser Dämmung ist dann geschehen, dass wir jetzt einen geringen wärmeleitfähigen Fluss haben. Und mit diesem geringen Wärmefluss entziehen wir die Wärme im Außenbereich der Dämmung. Also wird die Dämmung letztendlich im Tag-Nacht-Wechsel immer kalt. Und das ist die Grundlage, die wir jetzt haben, dass wir diese Schäden produzieren. Denn die kalte Dämmung, die produziert auch, dass sehr viel Kondensat sitzen bleibt und somit auch der Dreck dort absetzen kann. Diese Lösung kann auch der Lotusblüteneffekt nicht erbringen. Wir sehen hier Bilder vom Fraunhofer Institut. Das Fraunhofer Institut forscht jetzt schon fast seit über 10 Jahren mit Prüfstationen über diese Sachen. Es werden dann beispielsweise Petrischalen angelegt. Dort wird geguckt, ob das Ganze nur Dreck ist. Oder es wird geguckt, ob dort Mikroorganismen angelagert sind. Oder es wird dann geschaut, ob das Algenbildungen sind. Allerdings eine Lösung ist bis dato noch nicht in Aussicht. Gesehen haben, verwechseln wir immer etwas. Wir verwechseln immer im Bauen, dass wir ja mit Natur konfrontiert sind. Und eine Lotusblüte zum Beispiel oder die Pflanzen, die Tiere in unserem Herbarium oder in unserem Garten, die sind ja letztendlich alle davon geprägt, dass sie sterben können und sie wachsen wieder. Und sie setzen Samen ab, sie befruchten sich, sie machen etwas weiter und es entsteht jetzt was Neues. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel mal die Verpuppung von einem Schmetterling, der dann später mal diese Blumen befruchtet und auf den Blumen sein Fressen holt. Und da seht ihr, wie er aus der Verpuppung rauskommt. Da müssen wir im Klaren sein. Das hat nichts mit dem Lotusblüteneffekt zu tun, den wir an den Wänden haben. Der Lotusblüteneffekt an den Wänden, den wir machen, machen wir chemisch. Und chemisch kann nichts mehr nachwachsen. Die Lotusblüte selber produziert ständig neue Öle, wo sie sich reinnimmt.
Umwelt. Das kann hier nicht geschehen. In dem im Bauwesen müssen wir hier hingehen und müssen Chemiezusätze machen. Und die Chemiezusätze sind ganz reine Fungizide, die in der freien Natur draußen gerade unsere Bioziden, die wir haben, unsere Natur, die wir haben, vernichtet. Und so ist es hier auch. Also wir müssen jetzt hier Fungizide einsetzen, chemische Grundsätze einsetzen, um hier jetzt eine Lösung zu finden, dass die Chemie das Gleiche vornehmen kann, wie unsere Natur das machen möchte. Und da sind wir letztendlich überfordert. Denn letztendlich ist es ja gerade so im Bauwesen, dass wir ja diese Mikroorganismen und diese Natur, die ihr jetzt hier seht, die müssen wir ja mit Fungiziden vernichten. Und das ist ja das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir müssen jetzt an unsere Fassaden chemische Stoffe einsetzen, um gerade diese Mikroorganismen zu zerstören und zu töten. Das geht nur mit Chemie. Und eines muss klar sein: einmal Chemie, immer Chemie.